Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Folge 10 von Erben der Erde und ihr seht, ich habe den Weg schon gemacht. Wir sind beim Rattenexperten. Dann quatschen wir noch mal. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Das ist jetzt ein Scherz, ne? Also, Aufgabe, die wir beim letzten Mal gehalten haben, ist rauszufinden, wo die Glasscherbe wirklich reinpasst, weil dieses Need More Import System konnte damit nichts anfangen. Wie du erzählst jetzt nichts anderes. Bevor wir weitermachen, müssen wir wissen, was dieses verflixte Ding hier ist. Das ist anders als alles Glas, was ich bisher gesehen habe. Aber die Teile ergeben zusammen die Form eines Kreises. Aha. Ich habe so etwas schon einmal gesehen, als ich jung war. Ich wurde geschickt, um Ruinen zu untersuchen, die wahrscheinlich von den Menschen stammten. Wo ist denn jetzt das Buch? Die Beschriftung lautete Observatorien. Und es enthielt die wundersamsten Dinge. Eines davon war eine riesige Röhre mit gewölbten Gläsern an beiden Enden. War es ein Lichtfänger? Nicht ganz. So wie ich es verstanden habe, war es eher ein Lichtbieger und es holt die Sterne in greifbare Nähe. Das wissen wir ja. Ah, jetzt erinnere ich mich. Es wurde als Teleskop bezeichnet und das Glasding als Linse. Ich werde die Kugel fragen, ob sie es kennt, dieses Teleskop. Teleskop und Linse. Ich schulde euch viel, Freund Sist. So, hat diese Reise nicht gelohnt für gefühlt 5 Minuten Weg, um ja einen Mini-Dialog zu haben? Hat es doch, ne? Und ich gehe davon aus, dieses Spiel wird das weitermachen. Also ab jetzt bin ich wieder, blind kann ich nicht sagen, ich kenne ja das Spiel, ja, aber glaubt mir, ich habe null Ahnung mehr. Also ich habe hier noch weniger Ahnung als bei Flight of Amazon Queen. Das habe ich schon gemerkt, jetzt wollte ich euch mal was zeigen. Hauptsache, ich finde das jetzt mal eben auf die Schnelle. Da war es nicht, da war es da oben. Ich wollte euch nämlich einen kleinen Gag zeigen. Den kannte ich noch nicht. Also wenn ihr irgendwie Gags im Spiel kennt, die man auch zeigen soll, dann sagt das, ne? Ich frage mich, was das Wort Quarantäne bedeutet. Ich glaube, das ist bei Ratten nicht ganz so gut, ne? Ja, sehen wir uns nach dem Cut wieder. Ihr wisst ja, wo ich hin muss. Ich sag mal bis gleich. So, da sind wir wieder. Also ich habe jetzt, glaube ich, einen Rückweg, glaube ich, unter 3 Minuten geschafft. Aber trotzdem, das muss ja nicht sein. Das ist ja total langweilig. So, mal gucken. Wie geht's weiter? Ja. Erzähl uns was von der Linse. Ja, kommt da jetzt eine neue Gesprächsoption? Kannst du uns sagen, wie man ein neues davon herstellt? Benötige Herkunft des Glases. Ist eine Linse von einem Teleskop? Theoretisch ist Herstellung möglich, wenn Anweisungen genau befolgt werden. Glasmacher, kannst du das? Ich werde es versuchen. Sehr gut, Einheit. Ich schätze, wir gehen jetzt an die Arbeit. Das war alles? Später. Ja. Glasmacher, welche Neuigkeiten hast du? Warst du erfolgreich? Nun, ja und nein. Den ersten Teil mag ich am meisten. Ich konnte die Linse aufgrund der Anweisungen von Einheit herstellen. Soweit so gut. Jedoch ist sie noch zu rau. Einheit sagt, dass ich Poliermehl brauche, um die Linse so glatt zu machen. Aber ich habe keins. Gibt es irgendetwas, das wir als Ersatz nehmen können? Meines Wissens nicht. Ich kenne mich im Umgang mit Poliermehl nicht aus. Fetch Quest? Mal wieder? Sag mir, Glasmacher, wie ist deine Meinung dazu? Ich könnte eine härtere Politur an der Linse ausprobieren. Es könnte helfen. Aber es könnte die Linse auch hoffnungslos zerstören. Wie groß sind die Erfolgschancen? Gering. Verschwindend gering. Also geht das schon mal nicht. Freundin Zucker, wie ist deine Meinung?
Vielleicht gibt es einen Ersatz für Poliermehl. Wir wissen nicht einmal, was Poliermehl überhaupt ist. Und wir haben gewiss keine Ahnung, was man als Ersatz dafür nehmen kann. Vielleicht kann uns der Allwissende das sagen. Dann fragen wir jetzt doch mal die Kugel um Rat, die neue Gesprächsoption. Man merkt, das ist Progress. Entschuldige, Kugel. Einheit einsatzbereit. Einheit, wir haben kein Poliermehl. Gibt es etwas, das wir als Ersatz nehmen können? Qualität und Mischungsverhältnis von Poliermehl finden sich sonst nur noch in Erdboden, der vollständig aus rotem Lehm besteht, welcher die Grundlage für feinstes Pulver ist. Der Lehm muss rein und frei von Fremdkörpern sein. Jegliche Unreinheit in der Substanz resultiert in der Zerstörung des Glases. Dann sind wir verloren. Ich weiß von keinem Lehm. Ach, kann ich jetzt alle fragen? Ja, dann frage ich doch mal alle. Und wo können wir diesen puren roten Lehm finden? Fundort unbekannt. Unbekannt? Es ist bekannt, dass in dieser Gegend Einschlüsse existieren. Exakter Fundort ist jedoch unbekannt. Okay, das heißt, es gibt definitiv roten Lehm. Glasmacher, irgendwelche Ideen? Ich weiß nicht, wo man feinen roten Lehm finden kann. Saka, weißt du, wo dieser Lehm vielleicht sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich habe übrigens eine Idee. Ihr wahrscheinlich auch. Das steht hier wahrscheinlich auch nicht ohne Grund als letztes. Lehm. Ja, wahrscheinlich. Aber wir gehen ja eh alle Gesprächsoptionen durch. Ja, kennst du einen Ort, an dem es roten Lehm gibt? Nein, tut mir leid. Ja, überraschend, dass nur einer übrig bleibt. Ich kann mich an keinen Ort mit rotem Lehm erinnern. Ich auch nicht. Ausgenommen das Schlammbad des Königs der Keiler. Was? Ja, sowas benutzt der Keilerkönig, um seinen besonderen Schlamm herzustellen. Sehr feiner roter Lehm. Willst du damit sagen, dass ich bis zur Hüfte in rotem Lehm stand und es nicht einmal wusste? Nein. Nein. Was wirst du jetzt tun? Als ich den Keilerkönig das letzte Mal traf, entkam ich so gerade mit meinem Leben. Das wage ich nicht noch einmal. Was wirst du tun? Das Einzige, was ich tun kann? Das war's jetzt. Also, will keiner mit mir mehr, oder? Ich glaube, dass Einheit jetzt etwas Ruhe braucht. Ich brauche sie auf jeden Fall. Wo lebt Einheit? Wo lebt Einheit? Versteckt an einem Ort, wo niemals jemand auf die Idee kommen würde, nachzuschauen. Wir holen Einheit heraus, um zum Allwissenden zu sprechen und zu beobachten, wie er Funken sprüht. Du redest zum einen von Einheit und zum anderen von dem Allwissenden. Er lebt nicht, wie wir leben. Er steht über Leben und Tod. Ja, solange die Batterie läuft, was? Was für eine Tierart ist der Allwissende? Er ist kein Tier, er ist Wissen. Wir verstehen wenig von dem, was er sagt, aber manchmal finden wir in seinen Worten Lösungen zu unseren Problemen. Wie spricht er zu euch? Er spricht durch Einheit zu uns. Wir wissen nicht, ob der Allwissende weit weg ist. Seine Stimme hören wir nur durch Einheit. Vielleicht enthält Einheit seine Essenz. Wir wissen nur, dass der Allwissende pure Weisheit ist. Ja, Wikipedia in Tüten. Wo kam der Allwissende her? Das weiß niemand. Einheit wurde zwischen ein paar alten Ruinen gefunden und von unseren Ahnen vor langer Zeit in unser Dorf gebracht. Wie alt ist er, es? Man sagt, dass er seit der Zeit der Menschen lebt. Oh, die schon wieder. Jedenfalls reichen seine Aufzeichnungen so weit zurück wie unsere Geschichte. Er ist unser bestgehütetes Geheimnis. Okay. Ich frage mich, ob diese Jungs auch mal was tun, anstatt dauernd zu reden. Ich mag dich. Vielleicht kann dieser exzellente Handwerker unser Problem lösen. Vielleicht aber auch nicht. Wenn sie etwas zu sagen hätten, dann hätten sie es bestimmt schon getan. Der Versammlungsraum kann oftmals frustrierend wirken. Gib nicht auf. Wie es schreibt einer in die Hashtags, never give up. Ich hau dich. So, okay. Also ist ja relativ einfach. Wir haben nur eine Quest. Auch wenn wir die Quest jetzt nicht bekommen haben, aber wir müssen zum Keilerkönig. Das ist klar, bleibt ja nicht viel übrig. Alles andere haben wir ja gefixt, alles andere ist ja gelöst. So, wir müssen sicher die Linse herstellen, dann kriegen wir dieses Teleskop, dann kriegen wir von dem anderen Fritz die Karte.
Gut, das ist bis jetzt nachvollziehbar. Aber Spaß ist was anderes. So, was mache ich denn jetzt beim Keiler? Soll ich einfach... Hi King, gib mir den Lehm. Ich bin schon wieder weg. Ich habe noch diesen wichtigen Arzttermin, oder was? Bin ja mal gespannt. So. Mach ich das wieder? Ja, wenn das nicht mal wieder der kleine Dieb ist. Ich frage mich, was er diesmal will. Ja, nochmal austricksen, oder was? Oh bitte, Feldwebel Ock, habt Gnade mit mir. Bitte schickt mich nicht zum König der Keiler. Aber... Bitte, schickt mich nicht in den Thronsaal. Ihr seid so stark und ich bin so schwach. So sehr ich euch auch fürchte, den Keilerkönig fürchte ich noch mehr. Habt Gnade. Was hast du? Bitte, Feldwebel Ock, nehmt uns nicht zu hart ran. Wir sind viele Tage gelaufen, um hierher zu kommen. Wir sind vollkommen erschöpft. Wir können nicht mit euch mithalten. Bitte, wir brauchen Ruhe. Ruhe? Ihr wollt Ruhe? Dafür habe ich keine Zeit. Du, Fuchs, ab zum Thronsaal. Der König wird deine Bettelei genießen. Los, ihr zwei. Öffnet das Tor. Auf geht's, Riff. Okay, das darf ich jetzt wieder selber machen. Ich denke an den Wachdienst. Was für ein Elend. Aha. Ja, das sagtest du schon. So, jetzt muss ich den kompletten... Natürlich muss ich den kompletten Weg wieder gehen. Ich flippe aus. Und es hat mir auch einer schon verraten. Das ist aber schon ganz, ganz am Anfang gewesen. Dieses Ding hat später Labyrinthe. Ich hasse euch da draußen. Eure Majestät, es ist Riff, der Fuchs. Er verlangt eine Audienz mit euch. Schon wieder. Der Fuchs? Er scheint einfach nichts zu lernen, oder? Nun gut, schickt ihn herein, das wird mich amüsieren. Eure Majestät. Forderst du das Schicksal heraus, mein junger närrischer Freund? Warum bist du hier? Ich kam hierher, um euch um Gnade zu bitten. Ich wollte um Milde winseln. Ich wollte gerade vor euren Füßen kriechen und euch bitten, meine Freundin freizulassen. Ich wollte mich gerade jeglicher Würde entledigen, die ich zu eurer Erheiterung noch aufbewahrt habe. Aber jetzt glaube ich nicht, dass ich das tun werde. Habe ich irgendwas verpasst? Geile Nummer. Echt geile Nummer, aber mal unter uns. Warum holt er nicht seine 50.000 Waren und macht aus ihm neuen Pelz? Aber geile Nummer, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was für eine seltsame rote Farbe. Der wird schon ganz schön hart und trocken. Ja. So. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zum Glasmacher, ne? Ah, ist geil, ne? Ist geil. Obwohl, das sind ja noch Stages, der geht das ja noch. Wo du in was weiß ich, in einer halben Minute irgendwie von Raum zu Raum bist. Wenn du das nicht 50 Mal machst, dann ist das okay. Ich kenne mich jetzt auch schon mittlerweile im Dorf der Frettchen aus. Ihr könnt mich fragen, also wenn ihr irgendwo im Dorf der Frettchen seid, mich einfach anrufen, egal zu welcher Tageszeit. Ich sag dann, komm, scheiß auf Google Maps, ich weiß es besser. Aber trotzdem, hier so ein Automapping irgendwo in der Ecke oder so, das wäre schon gar nicht so verkehrt. Ich meine, es ist schon schön, dass es eine große Karte gibt. Es wäre, glaube ich, schlimm, wenn es nicht geben würde, aber... Naja. Es geht, glaube ich, besser. So, dann gib mal hier. Das ist sehr gut. Genau das, was Einheit verlangt. So, was haben wir jetzt? Da ist er. Das ist also eine Linse. Sie ist wunderschön. Was für ein komisches Ding. Wie es wohl funktioniert. Ja gut, was es macht, weißt du ja. Du kennst das Teleskop ja. So, ab zum Hund. So, dann gehen wir wieder raus. Wieder dahin. Und mal gucken, was jetzt passiert. Aber ich vermute, ich denke, ihr denkt das gleiche, was jetzt auch ich denke. Na, jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwie Halbzeit erreicht in diesem Adventure. Also ich hatte so überlegt, das ist so zwischen 15 und 17 Folgen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der nächste... Rennst du da schon mal herum? Also ich sagte, die Wegeführung ist echt klasse. Die ist echt für den Arsch. Nee, aber ich habe so überlegt, so zwischen 15 und 17 Folgen habe ich so ein bisschen gedacht, ist das? Vielleicht vertue ich mich da genauso wie bei Flight of Amazon Q.
Aber ich glaube, dann haben wir die Sache erreicht. Dann haben wir wirklich, da müssten wir Halbzeit haben, vermute ich. Ich weiß nicht, wie lang der zweite Teil ist. Hallo. Ah, ihr seid es. Ich dachte schon, ich würde euch niemals wiedersehen. Irgendwo habe ich den Satz schon gehört. Dieser Gedanke geht uns auch öfter durch den Kopf. Nun, wie sieht es aus? Konntet ihr das Teil reparieren? In der Tat, es ist repariert. Wunderbar, wunderbar. So, und nun? Oh, wie habe ich mich danach gesehnt, meinen geliebten Horizont zu betrachten. Die Sterne, den Mond. Wie kann ich euch jemals danken? Indem du unseren Vertrag erfüllst. Ja, wir wollen die Karte. Natürlich, natürlich. Hier ist sie auch schon. Ich habe sie gerade eben vollendet. Vor ein paar Tagen kam ein Reisender vorbei. Er kam aus dem Norden und wollte auch wieder dorthin zurück. Er gab mir jede Menge Informationen, die ich in die Karte eingearbeitet habe. Was für ein glücklicher Zufall. Mhm. Ja, er war sogar richtig freizügig mit seinen Informationen. Warum? Zumindest für einen Waschbär. Danke. Ein Waschbär? Genau. Und ein recht großer noch dazu. Danke auch. Ich erzählte ihm von eurer Suche und er zeigte sich sehr interessiert. Komisch, ne? Daraufhin fing er an, mir all diese Informationen zu geben. Tyro, kannst du dich erinnern, welche Ergänzungen von dem Waschbären stammen? Nun, ja sicher. Bitte entferne sie von der Karte. Diesen Informationen traue ich nicht. Schön. Die Spur ist heißer, als wir dachten. So, fertig. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Lasst uns aufbrechen. Aber finde ich schön. Das Geilste wäre natürlich, wenn er irgendwie markiert hätte, was da einer eingetragen hat. Weil das hätte man ja schon wissen können, dass das mit Absicht natürlich eine Falle ist. Schauen wir mal, wo wir sind. Okay. Schauen wir mal. Das heißt, wir sind da unten. Kann ich die irgendwie... Nee, kann ich nicht bewegen, ne? Schauen wir... Ja, gut, im Norden ist nicht so viel los. So, mal gucken, ob ich den jetzt nahe... Gut. Wir haben die Karte, frischen Proviant und einen ehrenwerten Grund für die Reise. Was könnten wir sonst noch wollen? Nasen. Schlamm natürlich. Ich verspreche dir, dass du nach Abschluss unserer Mission regelrecht im Schlamm schwimmen wirst. Dann lass uns jetzt aufbrechen. Lass mich raten. Hallo? Rede mit Dina. Lass mich raten, es gibt nochmal eine andere Quest. Du bist Riff, nicht wahr? Ja, so heiße ich. Wer bist du? Ich bin ein Diener von Elara, der Hohepriesterin der Sturmkugel. Sie hat mich mit einer feierlichen Bitte hierher geschickt. Wenn es in meiner Macht liegt, Elara zu helfen, dann werde ich dies mit Freuden tun. Sie hörte, dass du in die Wildnis ziehen willst. Mhm. Sie fragt, ob du diesen Brief ihrer Schwester Alama überbringen kannst. Okay. Elara hat eine Schwester in der Wildnis? Ja, Alama war immer schon eine Abenteurerin, eine Streunerin. Noch als sie jung war, entschied sie sich, in der Abgeschiedenheit der Wildnis zu leben. Die beiden haben sich seit Jahren nicht gesehen. Aber wie soll ich sie finden? Das wissen wir nicht. Vielleicht wird sie dich finden. Auf jeden Fall wäre Elara sehr dankbar, wenn du sie suchen könntest. Das tun wir ja nun jetzt. Ich freue mich, ihr zu Diensten sein zu dürfen. Sag Elara, dass ich den Brief überbringen werde. Wir müssen uns beeilen, Freunde. Unsere Aufgabe ruft. Den muss ich für Elara überbringen. Ja, ja, ich weiß, lesen tust du nicht, ne? Können wir mal öffnen? Na, na, na. Es gehört sich nicht, die Post anderer Leute zu öffnen. Putzig, aber ich hätte es trotzdem gern gemacht. Gut, dann würde ich sagen, breche ich hier die Folge ab. Und dann sehen wir uns in Folge 11 wieder. Und dann bin ich mal gespannt, wo es dann hingeht. Es geht in den Norden. Das ist doch kalt, bitterlich und so, ne? Ich bin euer Mr. Venom 1974. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.